Der Mann, der hier Tai Chi, eine abgewandelte Form des chinesischen Kung Fu, übt, ist Run Run Shaw, der jüngere der beiden Shaw-Brüder. Er sorgt in Hongkong für die Produktion. Run Mei, der ältere Bruder, lebt in Singapur und wacht über Verleih und Public Relations. Run Run Shaw nimmt direkten Einfluss auf jeden Film, der hier produziert wird, schaut im eigenen Kino alle Filme an und entscheidet über die endgültige Gestaltung mit eiserner Hand. Seine Filmphilosophie ist einfach. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Kinopublikum in der ganzen Welt Actionfilme liebt. In Amerika und Europa waren früher die Cowboy-Filme sehr beliebt. Dann kamen Herkules und später James Bond. Unsere Kung-Fu-Filme sind jetzt etwas ganz Neues. Vor ein paar Jahren waren die chinesischen Filme nicht sehr beliebt, weil sie schlecht gemacht waren. Ich war der Meinung, dass gut gemachte chinesische Filme genauso gut ankommen würden wie importierte Filme. Darum bin ich nach Hongkong gekommen. Ich habe mein Studio aufgebaut, um bessere chinesische Filme zu produzieren. Meine Theorie, dass man auch mit gut gemachten chinesischen Filmen das Publikum ins Kino locken kann, habe ich inzwischen bewiesen. And now I've proved my theory that by making better films, it will bring in the people to the cinema to see Chinese films. I would like a more definite answer. Machen Sie Filme, um zu unterhalten, um viel Geld zu verdienen, oder wollen Sie etwa gesellschaftspolitischen Einfluss ausüben? A bit of everything. Von allem etwas. What is more important? Was ist Ihnen wichtiger? Das Publikum zu unterhalten. Sie geben also dem Publikum, was es will. Genau. Glauben Sie nicht, dass Filmemacher eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber haben, dass sie Veränderungen herbeiführen sollten? Hier in Hongkong gibt es viele Probleme. Die Menschen gehen ins Kino, um sich zu entspannen. Sie gehen ins Kino und sie wollen die Filme sehen, die ihnen gefallen. Wenn ich sogenannte künstlerische Filme oder Filme mit einer Botschaft mache, dann werden die Kinos einfach leer bleiben. Ich muss also einen Mittelweg finden. Viel Unterhaltung und ein wenig Kunst. In such a way to entertain more and to have art a little. Viel Unterhaltung, wenig oder überhaupt keine Kunst. Nach diesem Motto wird auch die Ausbildung der Schauspieler und Schauspielerinnen durchgeführt. In eigenen Schulen wird der Nachwuchs herangebildet. Der theoretische Schauspielunterricht wird nicht allzu groß geschrieben. Festangestellte Regisseure sorgen abwechselnd für die praktische Ausbildung. Am wichtigsten für einen Shaw-Schauspieler ist die Beherrschung des Kung-Fu, der chinesischen Kunst der Selbstverteidigung. Denn Kung-Fu ist ja der Mittelpunkt der meisten Filme. Viele der bekanntesten Schauspieler waren früher Kung-Fu-Kämpfer oder Lehrer. Diese jungen Schauspielschüler üben täglich 3 bis 4 Stunden. Der beste Kung-Fu-Fighter ist dann auch automatisch der beste Schauspieler. Starkult gibt es bei den Shaw-Schauspielern nicht. Die meisten wohnen in einem einfachen Wohnheim innerhalb des Studiogeländes. Auch gegessen wird gemeinsam in der Kantine.
Hier gibt es keinen Sonderstatus für die Hauptdarsteller. Um Zeit zu sparen, wird für die Schauspieler, die gerade bei Dreharbeiten sind, das Essen am Drehort serviert. Die Arbeit muss ja weitergehen. Massenbetrieb auch beim Maskenbildner. Der Hauptdarsteller und ein Komparse werden im gleichen Raum geschminkt. Diese sozialistischen Merkmale in einem kapitalistischen Unternehmen sind darauf gezielt, die Abhängigkeit der Schauspieler zu dokumentieren. Keiner darf sich hier Illusionen über seine Unersetzlichkeit machen. Dass sie überhaupt Schauspieler geworden sind, haben sie ja den Shaw Brothers zu verdanken. Lily Ho ist eine bekannte Schauspielerin. Sie wurde von Shaw entdeckt, unter Vertrag genommen und ausgebildet. Sie hat inzwischen in über 20 Filmen mitgespielt. Aber sie kassiert heute noch ein festes Monatsgehalt, dessen Höhe weder sie noch die Studiobosse verraten wollten. Die Kung-Fu-Filme sind marktwirtschaftlich gesehen ein Erfolg. Aber für uns Schauspielerinnen sind sie sehr gefährlich. Wir werden oft verletzt. Können Sie Kung-Fu? Hören Sie. Wie ist Ihre Meinung über Kung-Fu? Es ist schlecht für die Erziehung. Mehr möchte ich darüber nicht sagen. Meinem Chef wird es bestimmt missfallen. Die meisten gefragten Schauspieler wollten sich zu diesem Thema nicht äußern. Hier die Ansichten von David Chang, auch ein Hauptdarsteller aus dem Stall der Shaw Brothers. Macht es ihm Spaß, immer wieder in solchen Kung-Fu-Filmen zu spielen? Ich liebe es. Warum? So können wir dem Publikum in der ganzen Welt zeigen, dass wir Chinesen eine sehr gute kämpferische Kunst beherrschen. Die meisten Schauspieler scheinen hier nicht ganz glücklich mit ihren Verträgen zu sein. Als freier Schauspieler könnten sie doch mehr verdienen. Nein, ich bin sehr glücklich, für die Shaw Brothers arbeiten zu dürfen. Geld ist nicht wichtig. Wir müssen einfach gute Filme machen. Und was mich als Schauspieler interessiert, sind gute Rollen. So money is not important to you. As a star, I mean as an actor, we can say we need to make some good picture. So you're not Geld interessiert Sie also nicht? Well, not Nein, me. Mich nicht. Not you. But I think many of you. Aber viele Ihrer Kollegen und Kolleginnen würden als Freischaffende sicherlich mehr verdienen. Stimmt das? I think they can earn a lot outside. In freien Produktionen können Sie sicherlich mehr verdienen. Mag sein, dass Sie Geld lieben, aber ich nicht. Den Beteuerungen von David Chang Glauben zu schenken, fällt einem schwer. Das Dilemma der Schauspieler in den Filmfabriken von Hongkong formuliert der Schauspieler Chang Kun-Tai so. Wer hier in Hongkong Schauspieler werden will, muss bei einem der großen Produzenten einen Vertrag unterschreiben. Wenn er mit seinem ersten Film Erfolg hat, dann könnte er bei den freien Produktionen mehr verdienen. Aber der Vertrag bindet ihn fest und er muss sich weiterhin mit einem niedrigen Monatsgehalt zufrieden geben.